Und damit herzlich willkommen zu Let's Play, die Schlacht um Mittelerde 2, der Aufstieg des Hexenkönigs, dem ersten und einzigen offiziellen Add-on zur Schlacht um Mittelerde 2. Oder genauer, dem ersten und einzigen Add-on zur Schlacht um Mittelerde-Serie überhaupt, denn der erste Teil hatte ja gar keins. Und ja, an sich gibt es den Aufstieg des Hexenkönigs, soweit ich weiß, einige Überarbeitungen. Und soweit ich weiß, ist Aufstieg des Hexenkönigs auch Basis für den Ideen-Mod und einige andere Mods. Und es gibt, soweit ich weiß, auch eine neue Fraktion, und zwar jetzt die vom Hexenkönig von Angmar und natürlich eine neue Kampagne zum Hexenkönig von Angmar. Und ich würde mal sagen, da starten wir gleich mal rein, ohne große weitere Umschweife. Denn wir haben jetzt Startmittel 1 durch, wir haben 2 durch. Jetzt ist natürlich in logischer Reihenfolge noch Aufstieg des Hexenkönigs dran. Und bevor es losgeht, nochmal vielen Dank an Barbarella, der mir eine Version von Aufstieg des Hexenkönigs hat zukommen lassen. Ich habe in der Weile geschaut, wie ich an Aufstieg des Hexenkönigs rankomme, weil ich hatte das noch nicht da. Und von ihm habe ich eine Version zugeschickt bekommen. Vielen Dank dafür, bevor es losgeht. Aber schön, wir starten auch schwer. Wie beim letzten Mal auch. Das wird schon irgendwie hinhauen. Nach dem Verlust des Rings und Isildurs Tod lebten die Völker Mittelerdes 1000 Jahre lang in Frieden. Doch Sauron war nicht tot. Er war nur in den Schatten gestürzt. Und schließlich regte sich das Böse erneut. Arnor, das nördliche Königreich der Menschen, das Reich der Erben Isildurs. Dieses Reich war voller Hoffnung, doch es drohte unter den engstirnigen Streitereien der Menschen zu zerbrechen. Und so kam es, dass ein Bürgerkrieg die Dunedain schwächte und das Land in 3 Teile spaltete. Rudor, das kleinste und schwächste Königreich der Dunedain. Cardolan, das Land der Hügelgräber, in denen die Vorväter der Dunedain einst ihre letzte Ruhe fanden. Und schließlich Arthedain, das mächtigste der nördlichen Reiche, in dessen Hauptstadt Fornost noch immer die Erben Isildurs herrschten. Es war zu der Zeit des 8. Königs von Arthedain, als sich im fernen Angmar das Böse regte. Hier, in den verderbten Landen, die sich jenseits der Ettenöden befinden, leben die schwarzen Numenor. Und einer, ein Hexenmeister von enormer Macht, wird von ihnen der Hexenkönig genannt. Dieser trägt die Eisenkrone nur aus einem einzigen Grund, um die Dunedain und ganz Arnor zu vernichten. Hui, ziemlich coole und lorreiche Einleitung, muss ich ja mal sagen. Ziemliche Eiswüste auch hier. Vor seinem Feldzug gegen Arnor braucht der Hexenkönig ein Symbol, um die stolzen und eigensinnigen Völker Angmars zu einen. Der Legende nach ragte hier in längst vergangenen Zeiten eine mächtige Festung der Dunkelheit gen Himmel, deren Reste sich düster in den Bergen erheben. Sobald diese Bastion in neuem Glanz erstrahlt, unterwerfen sich die schwarzen Numenor und die nördlichen Trollstämme der Macht der Eisenkrone. Dieser dunklen Gipfel errichten wir eine Feste, um das nördliche Königreich zu stürzen. Das Böse ist hier zu Hause. Vor allem die schwarzen Numenor. Menschen, deren Bosheit und Herrschsucht wir nähren müssen. Was ist das? Ein Trollkrieger, der kämpft wie ein Schwertmeister. Er wäre in der Tat ein nützlicher Diener. Okay, ja, alles die klar. Dunkelheit. Wen haben wir hier? Morgumir und den Hexenkönig natürlich. Dann gucken wir mal zum Troll. Irgendwie sind seine Animationen ein bisschen abgehackt. Aber ich habe eigentlich alles aufs Maximum gestellt, was geht. Also da kann ich nichts für. Man darf nicht vergessen, der Troll hatte auch im Intro irgendwie abgehackte Animationen. Junge, renn mal nicht weg. Meine Macht wird sie vernichten. Was haben wir denn überhaupt dann so an Fähigkeiten? Pesthauchhaltigkeit, Rohstoffproduktion, Alter. Ich glaube nicht, dass das bei der KI so viel ausmacht.
Auf schwer. Ich habe so das Gefühl, dass sie sowieso ein bisschen cheatet. Todesbrise. Bewegt feindliche Einheiten ins Zentrum eines Wirkungsbereichs. Bewegt feindliche Einheiten in das Zentrum. Also die werden so quasi eingesaugt in die Mitte. Das ist natürlich super, wenn ich irgendwelche Flächeneffekte habe, aber habe ich aktuell, glaube ich, nicht. Verursacht minimalen Schaden, ja. Ich glaube, ich mache den Berserkergesang lieber. Da kann eine Falle wirklich richtig viel immer wieder bringen. Ah, hier, das sind so abgehackte Animationen. Auf in die Schlacht! Meine Aber nur Feinde! damit ihr es mal kurz seht, die Option, damit ihr mir auch glaubt. Ja gut, Grafik kann ich währenddessen nicht angucken. Wir Super. sollen leiden. Troll des Nordens, was führt dich an diesen Ort? Rogas töten Menschen mit Eisengesicht. Die leben in alten Ruinen im Norden, wo Troll kämpft gegen Troll. Rogas sammeln Trolle und nehmen Fleisch und Gold von Menschen in grünem Land. Ich bin dein Schicksal, Rogas. Nicht die Suche nach Abfall. Unterstelle deine Brüder meinem Banner und ich verspreche euch Gold, Fleisch und endlose Ströme von Blut, die ihr vergießen könnt. Na gut. Ich nehme das Schweigen mal als Zustimmung, ja? Ja, bringt Rogasch zum Plateau. Schneetrolle, Hexen, wenn ich muss Stufe 3 aussteigen, muss mir Stufe 3. Hei. Jede Menge Stufenausstiege. Gucken wir uns erstmal die Fähigkeiten durch. Was hat ein Hexenkönig, wenn man später mal groß ist irgendwann? Ich meine, auf- und absteigen ist immer was Schönes. Dann der Todeszorn. Senkt den Rüstungswert und den Schaden des Gegners. Passiv, okay, das ist nicht schlecht. Mogulverderbnis. Ah, okay, das ist das, was wir kennen, auch von den Nazgul schon vorher, dass da immer dieser Schatten, genau, der Grabunhold dann da rauskommt am Ende. Schrecklicher Zorn löst den Feinden eine Furcht aus. Stunde des Hexenkönigs. Ah, okay. Das, ich glaube, das hat wirklich die gleichen Fähigkeiten wie auch hier in Schlacht mit der L2. Eisenkrone ruft. So, du, die Höllenfratze. Heieiei. Durch weniger Schaden und durch weniger Rüstung. Passiv. Meine Stunde ist. Das ist einfach nur Rüstung. Okay. Höllenfratze macht sogar Angeschaden auch runter. Ich frage mich, ob das auch kumulativ wirkt, beide Effekte. Mogelklinge, Giftschaden, Tod, Grab und Tod. Hat er ebenfalls. Interessant. Dunkler Ruhm. Schwarze Weitläufer und Zuchtnuss in der Nähe verursachen deutlich mehr Schaden. Oh ja, Morgomir und Schwarze Nummer Schwertkrieger, Schwarze Weitläufer und Zuchtmeister. Muss ich mal gucken, was die Einheiten sind, aber das ist eine Art Führerschaftsbonus für diese speziellen Truppen in der Nähe. Aber ich glaube, das muss man. Ja, man muss aktivieren, das ist aktiv dann. Okay, verderben. Okay. Gebäude wird schwer beschädigt. Okay, interessant. Und du, mein lieber Großer? Günther des Nordens? Springen. Ach, du bist der Troll, den ich gesehen habe im Intro, wo ich mir gedacht habe, was hast denn du hier für einen Gabriel Angelos Gummibärchen-Sprung gemacht? Roger springt zu einer Position, verursacht Umgebungsschaden. Held verursacht deutlich mehr Schaden und hat eine bessere Rüstung. Interessant. Das ist so ein bisschen Gimli, ja. Die sowohl diesen Berserker-Buff als auch einen Sprung. Alles klar. Gut, so viel dazu. Dann gucken wir mal weiter. Soweit ich weiß, besitzt die Angmar-Kampagne nur um die 5 Missionen. Ist um die, ich glaube wirklich nur 5 Missionen. Gott, seid ihr groß! Na gut, sind alles Trolle, ne? Aber seid ihr viele? Schluss mit Kämpfen sofort! Neuer Meister spricht! Die Menschen bringen euch dazu, euch gegenseitig zu bekämpfen, aber wenn es das Blut der Menschen ist, nach dem ihr lechzt, dann sollt ihr es bekommen. Also, was heißt das denn die Großartigen? Die sind ganz so groß wie Trolle, aber es ist ungewöhnlich, dass man ganze Trolle als Trupps hat. Ich meine, das höchste der Gefühle waren bis jetzt die Halbtroll-Plünderer, aber die waren auch ein bisschen kleiner. Aber das sind jetzt wirklich ganze Armeen aus Trolle. Und ey! Gott, sind die schnell! Haben die auch so einen Überrenneffekt? Ja, wie Kavallerie, krass. Okay, dann mal rein da. So, machen wir mal ein bisschen Buff. Was für Trolle ist, genauso muss ich mal gucken, aber das sind wahrscheinlich Hellebardiere in der Richtung, also so eher Stangen-Schwertträger. Kavallerie. Das sind mehr quasi Schwertkrieger.
Das sind die puren Günther-Trolle. Die haben was Stumpfes zum Draufhauen. Es wird Zeit, Festungen zu errichten. Wir müssen zu den drei Bauplätzen vorstoßen und alle Feinde dort vernichten. Alles klar. Ja, du kannst dich wahrscheinlich nicht regenerieren, weil du noch Stufe 1 bist. Ach stimmt, die Wölfe haben wir ja auch. Oh mein Gott, erstmal so viel zum Lernen, ne? Ihr seid was für Einheiten? Hügeltrolle. Komisch, Stugischter Rüstung, Stugischter Klingen und Bannerträger. Also ihr könnt wirklich volle Kanne gepimpt werden, ja? Alles klar. Das Ende des Westens ist nah. Ihr seid Schneetrolle. Sturmangriff. Ja gut, ich glaube, die haben so Spitzhacken, ne? Sturmangriff, Gestahlrüstung, Gestahlklingen, Bannerträger. Die können wirklich volle Kante gepimpt werden. Und hier haben wir Wölfe, ja? Düsterwolf. Schwere Stachelhalsbänder. Und ein Bannerträger. Bannerträger für die war okay. Sie werden alle vor mir knien. Och, hoi, euch gibt's ja auch noch. Kommt mal mit, Freunde. Folgt mir. Wir sind auf ein paar Schneetrollsklaven gestoßen. Wenn wir ihre Wachen erschlagen, folgen sie uns. Was sind das aber für Wachen? Gegen wen kämpfen wir? Schwarze Numenor. Ah, okay. Sie werden alle vor mir knien. So, mein Dicker. Und guck mal eben, was du da für einen Schaden anrichten kannst. An sich können die Helden mal ein bisschen arbeiten. Ihr braucht ja sowieso noch Level. Auf in die Schlacht! Das Ende des Westens ist nah. Lass kein Leben! Die gefangenen Schneetrolle haben sich uns angeschlossen. Ja, perfekt. Herkommen. Eine ganze Armee aus Trollen, ja, heilige. Wut! So, ihr müsst alle noch ein bisschen größer und stärker werden. Die gefangenen Schneetrolle haben sich uns angeschlossen. Ich war hier. Ich finde es immer noch. Alles ist super von den geschmeidig. Nur der Typ hat so abgehackte Animationen, diese Obertroll. Das sind so diese typischen abgehackten Animationen, die man beispielsweise auch in Total War Spielen sieht, wenn man weit rauszoomt, einfach damit Rechenleistung gespart wird, wenn mehr auf einem Fleck am Bildschirm passiert. Da wundert es mich aber vor allem, was ein Heldenender ist. Steigt sie nieder und nehmt die Mühle! Rügenwalder Mühlenfest. Sie werden alle vor mir knien. Na komm. Moment mal, die haben auch. Ich werde sie. Wir haben ja Berserkerzeugs. Ich marschiere. Meine Stunde ist gekommen. So, gucken wir mal, was die Helden trotzdem so anrichten können. So, und der gesamte Rest kann jetzt trotzdem mal nachrücken. Die Dunkelheit wird siegen. Wolfies, ab geht er. Es gibt Stufe 2, jetzt haben wir den Todeszorn. Wunderbar, also Gegner in der Nähe sind schwächer. So gehört sich das. Oder liegt das daran? Nee, das liegt nicht am Zoomen, glaube ich. Komisch. Wir haben die Mühle und das ist quasi unser Ressourcengebäude. Alles klar. Wir haben einen Bauplatz erobert und mit dem Bau einer Festung begonnen. Finde ich super. Ich marschiere, dunkler König. Ja komm, machen wir mal dieses schöne Hauchlein, dass wir uns das auch mal angucken, wie groß. Dunkler König, schmächtig, bitte. Was? Und so sieht unsere Festung aus, ja? Verstehe. Wir haben eine unserer Festungen fertiggestellt. Okay, Baumeister, darf ich denn auch? Oder. Dankeschön. Ja, gut, okay, ich kann noch weitere Mühlen bauen. Ja, herzlichen Dank. Bin ich ja echt froh, dass ich hier Ressourcen dann spielen darf. Baut es stark! So, die Helden mal wieder voran. Die müssen ja noch ein paar Level machen. Ich bin der Erste unter des Königs Mannen. Findet und räumt 3 Festungsprobleme. Wie viele Ziele? Also, soweit ich weiß, es gibt zwar nur 5 Missionen, aber ich glaube, hinter der Mission vielleicht Mission 1 nicht. Mal gucken.
Aber die meisten der Missionen sollen wirklich so lang sein, dass es sowieso mehrere Parts werden, also mindestens zwei. Ich marschiere. Diese schwarzen Numenor haben eine Dunkelstahlschmiede. Erschlagt sie. Was sind das für lustige Katapulte? Au. Ist da was? Wir speichern mal. Nur für den Phallus. Kampagne. Wunderbar. Ich muss ja nicht mal gut oder böse schreiben. Hier bei Aufstieg des Hexenkönigs gibt es ja nur eine Kampagne. Und zwar nur die vom Hexenkönig. Ergibt auch irgendwo Sinn. So ganz leicht bisschen. Minimal, also. Macht euch bereit zu bauen! Baut für den Hexenkönig! Oh, du. Das Blutvergießen hat begonnen! Hi! Echt hübsche Schleuderchen, die ihr da habt. Hätte ich gerne. Junge, du bist zu langsam. Schatten werden länger. Ich bereit für Krieg. So, ran da. Meine Macht wird sie vernichten. Testen wir mal. Hui! Das kann wirklich praktisch sein, wenn man jetzt wirklich sehr viele Katapulte. Irgendwas hat, was Flächenschaden macht. Also, oder irgendeine andere Spezialfähigkeit, die Schaden auf Fläche macht, hinterher. Nach dem Einsaugen. Das hat was. So, du brauchst noch ein bisschen mehr Kraft. Erstmal ein paar mehr Fruchtzwerge, Junge. Ach stimmt, hier gibt es ja gar keine Zwerge in der Nähe, ne? Ein paar Fruchtmenschen tun sie auch. Oder ein paar Fruchtnumenor von mir aus. Irgendwie haben die ganz meisten neuen Einheiten oftmals so abgehakt. Also manchmal funktioniert es, aber manche Animationen sind tatsächlich hier so abgehakt. Da fehlen so die Zwischenschritte bei den Animationen. So, ja, da haben wir die Schmiede. Ich glaube, damit können wir uns unsere Einheiten pimperinen. Die Eisenkrone wird siegen. Schnitzel. Gut, du bist jetzt auch Stufe 3. Ich meine, 3. Rogasch muss aber Stufe 4 werden. Wir haben die Dunkelstahlschmiede genommen. Mit ihrer Hilfe können wir Steinschleuderer ausbilden und unsere Truppen mit Dunkelstahlwaffen und Rüstungen versorgen. Ich wollte gerade sagen, für die Rüstungen bin ich hier, dass die mal ordentlich muss erstarken. Pimpig werden. Wir haben einen Bauplatz erobert und mit dem Bau einer Festung begonnen. Verziegen. So, du kannst mal vorangehen, weil du musst stärker werden. Ich glaube, du hast doch mehr Lebenspunkte als der Rest, oder? Ne, Moment mal. Nur 3000, der Hexenkönig hat 8000. Trotzdem musst du stärker werden. Da! Ein Fecht der Hügeltrolle wird angegriffen. Ja, er könnte nützlich sein. Gebt die nicht auf. Wir haben eine unserer Festungen fertiggestellt. Wutz! Wir haben eine neue Festung errichtet. Yay, und Rucker schon auf Stufe 4. Jetzt kann auch den Sprung die schwarzen Numenor besiegt und den Pferch erobert. Jetzt können wir Trolle und Wölfe rekrutieren. Also die Düsterwölfe haben wir schon mal gesehen. Dann haben wir hier schwere Stachel erhöht. Ist das Ausrüstung da mit Stachelhalsbändern? Ich habe keinen Wolfstrupp mehr hier, ne? Um das zu schauen. Machen wir mal. Stärken Kavallerie. Von Hügel. Ja gut, der Schneetrolle. Schwertkrieger und Bogenschützen. Sogar gegen Bogenschützen. Das heißt, die nehmen nicht so viel Schaden durch Bogenschützen, ja? Trolle, die nicht viel Schaden durch Bogenschützen nehmen, hört sich schon mal gut an. Unsere Wölfe können ihren Stahlhalsbänder tragen. Okay. Na gut. Ich bin der Erste unter des Königs Mannen. Finde ich super. Ich hätte lieber erstmal die Rüstungen, dass die ein bisschen mehr aushalten. Aber machen wir mal unsere Rohstoffexpansion ein bisschen weiter. Ihr wartet Arbeit auf euch, ihr faulen Maden! Okay, ihr könnt mit Stachelhalsbändern. Was machen die? Verbessert den Rüstungswert. Okay. Aber die Bannerträger darf ich noch nicht machen, ne? Nirgendwo. Aber dieses Katapultchen nehmen wir mal mit, weil ich meine, wenn wir die Gegner schön zusammenziehen
Und dann da mit ein paar Katapulten reinschießen, das kann unter Umständen funktionieren. Vielleicht. Irgendwelche Stufe 2 Krieger haben wir noch nicht. Na gut, ich habe ja bis jetzt auch immer nur schön den die Helden die Arbeit machen lassen. So, Stufe 2. Stufe 3. Die Dunkelstahlschmiede wurde erweitert. Dann machen wir mal alles, was wir so machen können. Danach noch ein Katapult obendrauf. Angmar muss erstarken. Spiel. Schön hier bleiben. Die Dunkelstahlschmiede da und die Mühle. Baut für den Hexenkönig. Ja, stimmt, da haben wir sowieso noch eine weitere Festung. Die Befehle des Hexenkönigs. Was können wir eigentlich so? Ich meine, ansonsten an Anbauten haben wir. Oh, hier haben wir doch Anbauten. Okay, und hier ein Gebäude. Trollsteinschleuder, Kampfturm und ein Düsterwolfzwinge. Was haben wir hier so an Anbauten? Flammen der Dunkelheit, Fall der Truppen in der. Nächste die Erfahrung sind Kosten für Helden, Schleunigung von Helden, Kosten für Baumeister, okay. Stahlgar. Die Dunkelstahlrüstung ist bereit. Altürme, Steinschleudern verursachen zusätzlichen Eisschaden. Auch von Türmen, interessant. Rüstungs- und Schadenswert feindlicher Einheiten in der Umgebung. Eismauern, Festungen und Mauern verstärken, alles klar. Ich glaube, dieses Upgrade für die Baumeister machen wir mal. So, dann hätte ich gern eine Trollsteinschleuder gebaut. Sind bereit. Oh, das geht schnell. Und jetzt kosten die Baumeister weniger, ne? 400 statt 500, alles klar. Wunderbärchen. Ja komm, wir probieren. Stimmt, der Sprung. Was für ein... Geschosse sind jetzt kalt genug. Der Sprungangriff. Der Sprungangriff. Das muss ich testen. Weil ich glaube nicht, dass der Bereich vom Katapult jetzt so mächtig ist. Aber ich glaube, der Sprungangriff, das könnte interessant werden, wenn ich den die schöne Todesbrise ein bisschen kombiniere. Das könnte böse werden. Wir marschieren. Flupp. Meine Feinde sollen bleiben. Die gefangenen Schneetrolle haben sich uns angeschlossen. Ich werde mich rächen. Da haben wir schwarze Waldläufer. Nimm mal das Geld mit, bitte. Ja, schöner Bereichsangriff, den der Hexenkönig da hat. So, gucken wir mal, wie die Unterschiede sind, was die Waffen und Rüstungen angeht. Wir sehen das ja immer an den Modellen. Das möchte ich mir auch mal Stück für Stück angucken. Achten wir mal ein bisschen auf die Details. Wenn wir schon die Mission jetzt so easy peasy machen. Wir sind auf feindliche Truppen gestoßen. Für Land aus Eisen. Schlacht hat begonnen. Für Land aus Eisen. Seid ihr schon fertig? Seid schon fertig, okay. Ja gut, man sieht, dass die so ein goldenes Bauchteil jetzt haben. An sich golden ausgerüstet sind statt das silberne. Bei euch das gleiche, einfach golden, okay. Und die besseren Waffen? Meine Stunde. Ist ja wichtig, auch immer in der Optik zu erkennen, wie die Einheiten abgegradet sind. Oh, die haben die Upgrade-Zeit halt wirklich gewaltig erhöht, ne? Ist ja Wahnsinn. Okay, man sieht es nur leicht leuchten. Ja, man sieht ihn nur leicht leuchten. Das ist etwas, das kann einem schnell mal entgehen. Ich bereit für Krieg. Finde ich super. So, euch kann man mit Eisgeschossen ausrüsten. Ihr kriegt alle mal noch ein bisschen mehr. Ich stark. Die hier, was auch immer, das sind große Hämmerchen, oder? Ja cool, wenn es so Schneetrolle werden, die so gigantische zweihändige Schneeschippen haben, einfach nur. Oder zwei Schneeschippen für jede Hand, Dual Wielding. Das bedeutet nämlich die Paarschippen jetzt. dieser Gag ist auch nicht schlecht, muss ich echt sagen. Habe ich irgendwann mal am Rand gelesen. Ja. So. Zack. Oh nein, 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 nein. Weg. Das kann. Ui, Drachenweitwurf. Ich meine, ich kann Troll beschwören. Oh lalalala, der Hexenkönig wird gleich der König des Frittierens. Beziehungsweise König der Rüstung.
Aber wenn ich meine Truppen hinschicke, werden die sowas von... Uiuiui. Meine Stunde geröstet. Ist gekommen. Diese Drachen sind echt böse. Aber gut, solange der Troll hier draufhaut, ist alles gut. Die Truppen werden angegriffen. Uts. Und boom. Ich Rokan. Ja, das hat funktioniert. Ich glaube, die Eisgeschosse sind gar nicht mal schlecht. Lustig ist es ja, Bogenschützen auch, also Türme jetzt auch mit Eis, also Eispfeile schießen quasi. Bin mal gespannt, wie die sind im Vergleich zu anderen. Ich meine, es fände ich ganz cool, wenn die jetzt ähnlich, da muss ich auch ein bisschen an Spellforce denken, wenn so Eispfeile nicht so viel Schaden machen, wie Feuerpfeile beispielsweise oder andere magische Pfeile, aber dafür die Gegner verlangsamen oder so. Doch CC-Effekt. Ich gehe, ich marschieren. So, dem Hexenkönig geht es nicht ganz so gut. Ich marschieren. Der Feind ist nicht weit. Komm, das probieren wir jetzt aus. Oh ja, oh ja. Der Feind greift unsere Truppen an. Und rein da. Hui! Oh, lol. Das Ende des Westens ist nah. Der hat zwar nur 3200 Leben, aber mir kommt es vor, als würde der mehr aushalten als das. Ich werde mich rächen. Vielleicht hat er mehr Rüstung oder sowas? Ich bereit. Na gut, letzter Ansturm, weil ich finde es halt echt klasse, dass die Trolle auch alles in den Sturmangriff haben. Einfach durch. Aber ich glaube, die haben auch den Schwäche von Kavallerie, dass die, ich glaube, die gesamten Trollinfanteristen nehmen bestimmt auch extra Schaden durch. Wir haben einen Bauplatz erobert und mit dem Bau einer Festung begonnen. Menschen aus Angst. Troll. Sagt der Troll. Oh, Geld. So. Jetzt habe ich doch alle Ziele geschafft, oder? Na gut, okay, die Festung steht noch nicht. Ihr wartet Arbeit auf euch, ihr faulen Maden. Auch mit euch, ihr faulen Säcke. Kampagne speichern. Dankeschön. Nur für den Fall. Ich hab's ziemlich kurz im Laufen bekommen jetzt beim ersten Mal das Spiel, aber ich weiß noch nicht, wie absturzsicher es ist. Wir haben eine unserer Festungen fertiggestellt. Wir müssen verhindern, dass die schwarzen Hunde auch nur eine unserer Festungen zerstören. Also aktuell sieht's ja okay aus. Kommt noch was? Oder war's das? Kommen unsere Festungen zu zerstören. Ich hatte es fast vermutet. Also überall mal ein paar Verteidigungen aufbauen. Machen wir auch noch so ein Türchen. Wenn ich dann überall noch an die Eispfeil-Upgrades reinmache, ist alles gut. So, Gegenangriff kommt bald, alles klar. Ich hab's irgendwie schon fast ein bisschen geahnt. Wir bauen für die Eisenkrone. Baut es stark! Das Ende des Westens ist nah. Wo sind Menschen zu sehen? Ihr kriegt auch mal Upgrades. Türme würde ich dann auch gerne noch ein bisschen upgraden. Also dann müsste ich ja hier hier Eisgeschosse machen. Hübsche Türmchen. So, machen wir jetzt. Das muss ich aber für jede Festung einzeln machen. So, hier haben wir doch auch die schönen Käfige da, ne? Ja, sind ein paar Waage einfach unterwegs die ganze Zeit. Das ist natürlich auch cool. Beziehungsweise Wölfe. Entschuldigung. Eisgeschosse. Der Eisgeschossmann ist da. Ding, 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 ding. Guckt mal. Günthers Einschulungsfoto. Okay. Die unterste ist wahrscheinlich noch mit am besten geschützt. Die
Eisgeschosse sind jetzt kalt genug. Hi. Bargreiter? Wie könnt ihr es wagen? Mal gespannt, wo die langkommen, aber ich glaube, die meisten kommen über einen Weg. Das soll aber nicht das Problem sein. Ich werde euch gebührend empfangen. Die Eisgeschosse sind jetzt kalt genug. Ich will die GEZ, die empfängt auch alle Leute gebührend. Vor allem mit Gebührerhöhungen. Also. Unsere Rohstoffe sind in Gefahr. Dieses Land wird leiden. Sie werden so. Vor mir knien. Guck, guck, ich schau schon mal vorbei. Das Blutvergießen hat begonnen. Der Erbe des Mann, großes Trollchen, ich brauch dich hier. Ich bereit. Ogas nehmen grüne Stadt. Meine Stunde ist gekommen. Dicke Schlacht. So, da haben wir jetzt eine ganze Menge Gegner. Wir warten mal, bis die alle ein bisschen gestapelt hier ankommen. Die Truppen werden angegriffen. In etwa so. Ja, ich glaube, das gefällt. Alle mal bitte versammeln. Dankeschön. Finde ich sehr freundlich. Kommst du mal, Großer? Dankeschön. Wutz. Ja, das war effektiv. Das sind nicht meine. Ich würde es mal angemerkt haben. Okay, es ist uncool, dass die da lang kommen, aber ich glaube, wir haben ohnehin ganz gut Reserven hier. Außerdem kann ich jetzt einmal außen rum und da von hinten reinkommen. Da schießt schon was. Ach, das ist das Gebäude. Der Feind ist in unserem Lager. Entschuldigung, Baumeister. Der eine Bogenschützentrupp wird nicht sehr viel erreichen können, glaube ich. Menschen aus Angmar. Millionen marschiert. Na, stimmt, da ist meine Schleuder. So, meine Eis. Da kommen Eisschüsse. Und die Türme machen auch Eis. Das Blut vergießt. Ja, ich glaube, ich sehe so kleine Eispfeilchen. Aber ich sehe jetzt nicht, dass die irgendeinen CC-Effekt dadurch haben. Wahrscheinlich einfach nur. Das ist wahrscheinlich einfach nur Eisfeuerpfeile mit einem anderen Skin, wenn man so will. Ja, nice! Da bohrt jemand so kurz vor Ende. Nö, nicht ernsthaft. Ich liebe es. Gut, wir sind sowieso so gut wie fertig mit der Mission. Dann mache ich eine kleine Pause und hoffe, dass die Bauarbeiten dann beendet sind. Wenn ich zur nächsten Mission gehe. Meine Güte. Ich liebe es, in einer Heimwerkersiedlung zu wohnen. Wo jeder meint, Bob der Baumeister persönlich zu sein. Mach dir die bitte restlich kaputt. Na gut, das war eigentlich daneben, aber es war trotzdem Treffer genug. Treffer, guter Treffer. Baumbart der Weise. Gut. Ja, super, genau, jetzt kam der Bannerträger zurück. Ja gut, da war eh noch einer über. Waage, ihr könnt gerne mal was machen. Blub. Der lebt immer noch. Nix da. So geht's auch. Doch dies ist nur der erste von vielen Siegen. Ich nehme euch das Leben oder den Willen. Entscheidet euch. Euer Wunsch ist uns Befehl, Gebieter, heute und für alle Zeit. Ihr seid gebrochen. Doch ich werde euch zu einer Klinge schmieden, die der Eisenkrone würdig ist. Ein eisiger Wind weht über die Länder des Westens. Ganz Angmar gehorcht nun dem Befehl der Eisenkrone.
Legionen von Orks kämpfen unter dem Befehl der Zuchtmeister Angmars und die Macht von Khandum wächst von Tag zu Tag. Hier in seiner dunklen Feste schmiedet der Hexenkönig einen grausamen Plan. Endlich ist der Hammer geschmiedet und bereit, Elendils Erben und ihre Königreiche zu zerschmettern. Ja, wunderbar. Erste Mission geschafft. Gucken wir nochmal ganz kurz für Leute, die es interessiert, aber... Ja, die interessanteren Statistiken sind eigentlich eher die... Lieblingseinheit Streu... Echt? Okay, ich... Na doch, ich habe von jeder eigentlich eine ausgebildet. Aber gut, ist okay. Dann würde ich mal sagen, bedanke ich mich fürs Zusehen. Das war die erste Mission und wir sehen uns beim nächsten Mal bei der Unterwerfung Rutaurus. Alles klar? Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge.